Elon Musk. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum ich einen Beitrag über ein Mars-Ballon-Projekt aus Deutschland mit Elon Musk beginne. Nun, zum einen kann man eigentlich immer mit Elon Musk beginnen, das ist immer gut und bringt Klicks für meine Videos. Zum anderen aber, und das ist der ehrliche Grund, hat Elon Musk neulich Folgendes getwittert. Frei übersetzt, es mag ein bisschen verrückt klingen, aber wir werden die zweite Stufe mit einem gigantischen Partyballon zurückbringen. Kennt man sich ein bisschen aus, dann klingt das überhaupt nicht verrückt. Worüber Elon Musk hier spricht, ist ein sogenannter Balloon, eine Mischung aus Fallschirm und Ballon. Das Wort ist aus den Begriffen Dragchute und Balloon zusammengesetzt und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Ende der 50er Jahre haben sich schlaue Ingenieure bei Goodyear in den USA gedacht, dass man eigentlich einen speziellen Ballon nutzen könnte, um sehr schnelle Flugkörper aerodynamisch abzubremsen. In der Folge wurden ein Balloon Teil des Rettungsapparats der Gemini-Raumschiffe. Die bekannteste Anwendung von Balloons ist aber militärisch. Sie werden beim Tiefflug abgeworfenen Bomben eingesetzt, um deren Fall so weit abzubremsen, dass das Flugzeug in sicherer Entfernung ist, wenn die Explosion stattfindet. Balloons eignen sich jedenfalls sehr gut zum Abbremsen von Raumfahrzeugen, da sie auch im Überschallbereich eingesetzt werden können. Gleichzeitig sind sie ähnlich leicht wie Fallschirme und erzeugen mit entsprechendem Gas gefüllt sogar Auftrieb. Und so liegt die Idee tatsächlich ziemlich nahe, eine zweite Stufe, die sehr schnell und hoch fliegt, mit einem Balloon abzubremsen. Wir werden sehen, welches Konzept SpaceX sich genau vorstellt. Nun aber zum eigentlichen Thema des Videos. Was wäre, wenn man das Balloon-Konzept für eine Marssonde verwenden würde? Was, wenn man den Ballon schon im Weltraum aufblasen würde und damit gleichzeitig Hitzeschild, Eintrittsflugkörper und Instrumententräger hätte? Genau diese Frage haben sich ein paar schlaue Köpfe bei der Deutschen Mars Society gestellt und geboren war Projekt Archimedes. Anders als viele andere Projekte ist Archimedes kein Papiertiger. Seit 2003 wird konkret daran geforscht und im Namen des Projekts ist sogar eine Doktorarbeit entstanden. Was ist also Projekt Archimedes und was ist seit 2003 alles passiert? Wie bereits gesagt, ist die Idee dahinter, einen bereits im All aufgeblasenen Ballon als Eintritts- und Abschließflugkörper zu nutzen. Der Mars mit seiner dünnen Atmosphäre bietet dafür hervorragende Voraussetzungen. Durch die große Stirnfläche des Ballons verteilt sich die Hitze beim Eintritt über eine sehr große Fläche und es wird kaum Plasma erzeugt. Ist der Ballon dann in die Atmosphäre eingetreten, sinkt der Ballon sehr langsam zu Boden. All das ermöglicht kontinuierliche Messung der Marsatmosphäre über all ihre Schichten und über einen vergleichsweise langen Zeitraum und unter geringen Beschleunigungen. Ein anderer Vorteil ist, dass das Gewicht der Ballonsonde niedrig ist. Schließlich braucht man keine weiteren Systeme für den Wiedereintritt und die Landung. Außerdem ist wegen der dünnen Marsatmosphäre der zum Aufblasen erforderliche Druck mit 20 Millibar sehr gering, was weiter zum niedrigen Gewicht beiträgt. In der zurzeit geplanten Konfiguration wiegt Archimedes inklusive Ballon und Instrumententräger nur etwa 70 Kilogramm und hätte aufgeblasen einen Durchmesser von 10 Metern. Und das bedeutet, dass Archimedes eine ziemlich günstige Mission wäre. Die Sonde könnte inklusive Antriebsstufe ohne weiteres als Sekundärnutzlast auf einer Trägerrakete mitfliegen. Das Missionsprofil für Archimedes würde folgendermaßen aussehen. Nach dem Start als Sekundärnutzlast, etwa auf einer Ariane 5, würden die Antriebsstufe die Sonde in eine Transferbahn zum Mars einschießen. Alternativ dazu könnte Archimedes als Passagier auf einer anderen Marssonde mitfliegen. Diese haben häufig Nutzlastreserven in der benötigten Größenordnung. Nach etwa 6 Monaten würde die Antriebsstufe die Bremsung einleiten. Archimedes würde von der Antriebsstufe abgetrennt und der Abstieg zum Mars würde beginnen. Idealerweise würde die Sonde über einen Zeitraum von 6 Stunden mehrfach in die obere Atmosphäre eintreten, nämlich 3 bis 9 Mal, was die thermale Belastung des Ballons verringern und die Missionsdauer verlängern würde. Durch dieses Aerobraking-Manöver wäre der Ballon langsam genug für den finalen Abstieg zum Mars, der etwa 60 Minuten dauern würde. Die Landung auf der Marsoberfläche wäre dann relativ hart und es ist nicht sicher, ob die Sonde diese unbeschädigt überstehen würde. Daher müsste die Übertragung der Forschungsdaten vor und während des Abstiegs erfolgen. Dazu könnte man zum Beispiel einen der ohnehin vor Ort befindlichen Mars-Orbiter als Relais-Satelliten verwenden. Schweben kann Archimedes in dieser Form leider nicht. Die bisherigen Forschungen haben ergeben, dass ein schwebefähiger Ballon einen Durchmesser von mindestens 30 Metern haben müsste. Und das war mit dem Gewichtslimit von 100 Kilogramm nicht zu realisieren. Grundsätzlich wäre es aber bei einem höheren Gewichtslimit natürlich möglich, einen Archimedes 2.0 zu bauen, der in der Marsatmosphäre schwebt und von den Marswinden um den Planeten getragen wird. Archimedes ist ein wirklich intelligentes und elegantes Konzept, das die Erforschung der Marsatmosphäre in bisher nicht gekannter Qualität ermöglichen würde und darüber hinaus als Technologieträger wertvolle Informationen über den Einsatz von Balloons bei zukünftigen Marsmissionen liefern würden. Und wäre das nicht wirklich total cool, wenn Archimedes irgendwann tatsächlich auf dem Mars landen würde? Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass eine der Herausforderungen bei dem Projekt ist, einen möglichst leichten, möglichst stabilen Ballon möglichst klein zu falten, bis zu 18 Monate lang durch den Weltraum zu transportieren und dann unter Weltraumbedingungen zu entfalten und aufzublasen. Und hier kommt das Miriam 2 Projekt ins Spiel. Wie bereits gesagt, wird nämlich konkret an dem Projekt geforscht und gearbeitet. So, und da ich im Dezember letzten Jahres noch über Miriam 2 berichtet habe, blende ich jetzt einfach mal meinen eigenen Beitrag ein. Oh Mann, das wollte ich schon immer mal machen. Los geht's!
Mit dem Miriam-2-Test sollen Funktionen des Ballonsystems und das Verhalten des Ballons während des Eintritts in die dünne obere Erdatmosphäre unter Flugbedingungen getestet werden. Gleichzeitig sollen die Systeme für Verstauung, Entfaltung, Aufblasen und Freisetzung des Ballons getestet werden. Aus den Testergebnissen sollen dann Rückschlüsse auf das Verhalten des Ballons am Mars und die Funktionen der Ballonsysteme gezogen werden. Wie der Name schon sagt, ist Miriam-2 der zweite Weltraumtest der Systeme. Die Miriam-1-Mission war ein Teilerfolg und mit Miriam-2 kommen nun wesentlich verbesserte Systeme unter besseren Testbedingungen zum Einsatz. In Vorbereitung auf den Miriam-2-Flugtest hat ein Team der Mars Society nun einen wesentlichen Meilenstein erreicht. Das Team war nämlich im Rahmen der 68. ESA-Parabelflugkampagne an Bord eines Airbus A310, um während des Parabelflugs in Schwerelosigkeit den Ausbringmechanismus eines Ballons zu zertifizieren. Dazu wurden während des Parabelflugs die Pyrocutter gezündet und der Ballonbehälter wurde mit Federkraft ausgestoßen. Anschließend klappten die Wände des Ballonbehälters nach außen und das Ballonpaket wurde wie vorgesehen freigegeben, entfernte sich vom Testaufbau und der Ballon wurde vorentfaltet. Mittlerweile gibt es sogar Live-Bilder von dem Flugtest und die Mars Society hat getwittert, dass es im Herbst 2019 soweit sein wird. Miriam 2 ist aber nicht das Einzige, was in Sachen Archimedes passiert ist. Jede Menge Untersuchungen, etwa zu Materialien, Aerodynamik und anderen Aspekten, hat bereits stattgefunden. Eine Menge Informationen hierzu findet ihr auf der Internetseite der Mars Society. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut euch das ruhig mal an, das ist ein wirklich faszinierendes Thema. Wie ihr seht, ist das Projekt Archimedes ein tolles Beispiel dafür, dass man mit persönlichem Einsatz in der Raumfahrt tatsächlich etwas erreichen kann. Und deswegen möchte ich hier auch mal einen Appell starten, da mir auch gelegentlich die Frage gestellt wird, was man eigentlich als Privatmensch machen kann, um die Raumfahrt in Deutschland zu unterstützen. Und da fallen mir gleich zwei Möglichkeiten ein. Erstens, wenn ihr ein paar Euro im Monat übrig habt, dann unterstützt Vereine wie die Mars Society und den Verein zur Förderung der Raumfahrt und werdet Mitglied. Hier wird mit viel ehrenamtlichem Engagement versucht, Interesse an der Raumfahrt zu wecken und je mehr Mitglieder diese Vereine haben und dementsprechend mehr finanzielle Mittel und mehr Durchschlagskraft, desto mehr können die erreichen. Daher mein erster Appell, werdet Mitglied in einem der Pro-Raumfahrt-Vereine. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Die zweite Möglichkeit ist folgende. Ihr alle habt Vertreter in euren Parlamenten, egal aus welchem Land ihr kommt. Für Deutschland ist das natürlich der Bundestag. Schreibt eurem Vertreter im Bundestag, damit meine ich den Abgeordneten, der in eurem Wahlkreis gewählt wurde, dass euch Raumfahrt am Herzen liegt. Schreibt ihm oder ihr, dass ihr euch eine visionäre und ambitionierte Raumfahrtpolitik in Deutschland und Europa wünscht. Schreibt, dass ihr euch wünscht, dass Projekte wie Archimedes mehr unterstützt werden. Glaubt mir, ich bin selber politisch aktiv und habe öfter mit Bundestagsabgeordneten zu tun. Die freuen sich über Rückmeldungen aus ihren Wahlkreisen. Und wenn ein paar hundert E-Mails oder Briefe eintreffen, die sich mal nicht mit Spinnereien wie der flachen Erde oder irgendwelchen anderen Verschwörungstheorien beschäftigen, dann freuen die sich umso mehr. Also, ihr habt eine Stimme im Parlament, nutzt sie. Euren Abgeordneten könnt ihr über die Wahlkreissuche des Deutschen Bundestags finden. Den Link habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Und wie gesagt, das gilt natürlich genauso für die Zuschauer in Österreich, der Schweiz, Holland oder wo ihr sonst noch zuschaut. Und wer ganz fleißig ist, schreibt an die forschungspolitischen Sprecher der Fraktionen oder an die Vertreter im Europaparlament. Und nun zum Giveaway. Dieses Mal verschenke ich gleich 6-mal das Jahrbuch Space 2018 mit vielen interessanten Artikeln zur Raumfahrt, einer Raumfahrtchronik und vielem mehr. Gestiftet wurden die Preise übrigens vom Verein zur Förderung der Raumfahrt, welcher auch Herausgeber der Jahrbücher ist. Das Giveaway funktioniert folgendermaßen. Schreibt unter dieses oder unter irgendein anderes Video in den nächsten 14 Tagen ab Erscheinen dieses Videos einen Kommentar, in dem ihr deutlich macht, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Das kann formlos sein und zum Beispiel aus den Worten "Bin dabei" bestehen. Ich nehme euch dann meine Liste auf und wenn die 14 Tage abgelaufen sind, verlose ich per Excel-Zufallsgenerator die Bücher. Anders als beim letzten Giveaway müsst ihr nicht Abonnenten sein. Da die Preise gesponsert sind, wäre das nicht fair. Also nutzt die Chance und gewinnt eins der Jahrbücher. Es lohnt sich, glaubt mir. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend wie ich. Ich werde den weiteren Fortschritt auf jeden Fall verfolgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf den Like-Button. Und ihr könnt mir wirklich helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist völlig kostenlos und ihr könnt euch benachrichtigen lassen, wenn neue Videos von mir erscheinen. Also dann bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, an eure Abgeordneten zu schreiben. Tschüss!